Eine 66 Jahre junge, erschlankte Frau Staufer Gerti aus Zelking ist heute bei mir da im Easy Life Abnehmzentrum in Traisenbach in St. Pölten und sie wird uns heute von ihrem Erfolg erzählen. Sie haben ja 13 Kilo von Ende Jänner bis Ende Mai bei uns abgenommen, trotz Corona-Zeit wunderbar gemeistert. Was war der Grund, der Hauptgrund und wie sind Sie zu uns gekommen? Ja, grüß Gott, danke für die Einladung. Und wie gesagt, ich bin dazugekommen durch die Zeitung, durch Freundinnen, die ich kennengelernt habe und wo sie auch im Nachbarsort wohnt. Und die hat mich animiert dazu, dass ich eben mein Gewicht reduziere, weil ich genetisch von der Familie meine Blutdruckprobleme habe. Und wie gesagt, das hat mir nicht mehr so passt. Und dann habe ich mich entschlossen für Easy Life und da habe ich mir einen Termin ausgemacht und mit der Eva Forst hat mir das dann sehr gut erklärt und wie das läuft mit der Stoffwechselaktivierung und dann die Fettverbrennung und das hat mir sehr gefallen und habe mich sofort entschlossen dazu Sehr und gut. bereue es nicht. Ja, also das Erstgespräch war für Sie sehr Positiv, positiv. ja. Sie haben dann gleich gestartet. Ja. Die ersten Kilos sind dann gleich geburzelt. Ja, es hat gleich angefangen, ja. Ja. Und ich habe gewusst, ich ist immer verkehrt, falsch und zu wenig. Und das war auch der Grund, ich ist jetzt eigentlich mehr, bewusster. Ich weiß, es schmeckt mir alles, ich ist nicht irgendwas, was mir nicht schmeckt. Einfach, wie gesagt, was ich mir denke und was ich halt gerne is. Und das funktioniert nach wie vor sehr gut. Und jongliere ich halt damit, wenn ich einmal ein bisschen über die Schnur haue oder dann sehe ich es eh und dann wird das wieder ausgebessert und das geht in ein, zwei Tagen, ist das wieder regulär dann, wie ich mir das vorstelle. Schön. Ja, Sie halten das ja jetzt schon seit ein paar Monaten oder Ja. nehmen sogar noch ein bisschen ab und essen wirklich wieder regelmäßig auch Süßes. Wie geht es Ja. Ihnen damit? Ja, auch gut, aber ich tue es immer in ein Paket dazu, gleich zum Mittag, einen Kaffee oder einen Tee, aber meistens ist Kaffee mit einer kleinen Mehlspeise, nicht so groß wie es vorher war, halt einfach ein bisschen für den Guster und das passt für mich. Sehr gut. Also Ja. brauchen auch unsere Zuhörer keine Angst vom Nein. Jojo-Effekt haben, wenn man das richtig Nein. angeht. Ja, dann lasse ich halt die 3 Stunden Pause wieder, dann bis um 17 Uhr. Dann Obst wieder und dann zwischen 6:30 oder 7:30 ist das letzte halt dazwischen, wie ich halt zurechtkomme halt nicht. Und das passt eigentlich bis Das dato. sieht man, Frau Stauffer, Sie sind ein Profi Ja. geworden. Und wie gesagt, Sie kommen regelmäßig zu uns noch einmal im Ja. Monat zur Kontrolle. Wir freuen uns Ja. und alles Gute weiterhin und danke, dass Sie heute da waren. Ich sage auch danke. Dankeschön. Bitte.